Hallo ihr Lieben, ich möchte heute einmal mit euch die Bewegung Flower Power durchgehen und ich mache es jetzt einfach mal vor, wie diese Bewegung ausschaut. Das ist eine Bewegungssequenz und diese Bewegung wird eigentlich auch ein bisschen mehr nach rechts und nach links getanzt, je nachdem auch was der Boden hergibt, wie viel Fläche ihr zum Auftreten habt. Was gehört zu der Bewegung alles dazu? Wir haben die Arme und die Beine und wir gehen dann quasi nochmal in die Tiefe auf der Bewegung und das werde ich euch jetzt alles nacheinander erklären. Die Arme machen ein Floreo, das heißt, ich mache zwei Floreos, einmal ein Floreo zu mir hin, das heißt, ich fange mit dem kleinen Finger an, die restlichen Finger folgen mir, bis alle Finger quasi eine geschlossene Hand ergeben, dann drehe ich die Handflächen nach unten, öffne die Hände und bringe die Handflächen wieder nach oben. Alle Finger zu mir hin, wie als ob ich jemanden zu mir ranwinke, Handflächen nach unten, Hände wieder öffnen und dann Handflächen wieder nach oben. Und wenn ich das schnell mache, dann sieht das so aus. Das ist ein Floreo und der andere Floreo ist quasi, wenn ich die Handrücken aufeinander zu bewege und dann voneinander weg, also von innen nach außen, von innen nach außen und in der Bewegung beim Flower Power ist es wie, wenn ich nach etwas greife. Also ich greife und ich hole zu mir etwas ran. Das sind die beiden Floreo-Bewegungen und die machen wir abwechselnd. Das heißt, ich greife, also wie von innen nach außen. Ich greife, dann hole ich zu mir ran. Das mache ich hier ungefähr auf Höhe etwas unter dem Bauchnabel. Hier so greifen, zu mir ran, dann nochmal von mir weg. Also es ist auch nochmal diese Bewegung quasi von mir weg und dann über mir. Wenn ich dann, das ist dann der erste Teil mit den Händen und der zweite Teil der Bewegung ist, das sind diese Bewegungen, wo ich immer den Wiegeschritt nach hinten gemacht habe, dann greife ich auch, dann hole ich nochmal zu mir ran und dann greife ich nochmal nach hinten, ich öffne mich und mache nochmal ein Floreo über meinem Kopf. Nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem linken Bein den Wiegeschritt mache, ich greife, ich hole zu mir ran, beim dritten Mal öffne ich mich und dann mache ich den Floreo über mir und dann geht das Ganze wieder zurück, also es ist eine symmetrische Bewegung. Und das wäre dann also wieder zurück, ich greife, ich hole zu mir ran, von mir weg und nochmal über mir. Und dann wäre das andere Bein dran, ich greife, ich hole zu mir ran, ich öffne mich und greife nochmal und Floreo über mir. Wenn ich das zähle, ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, öffnen, 7 und 8 und zurück. 1, 2, 3, 4, anderes Bein öffnen und greifen gleich zu mir hin und jetzt greifen und ran. Also greifen, andersrum, drehen. Das ist immer im Wechsel. Die Floreo-Bewegung. Die Beine, das ist eine quasi eine halbe Acht, die ich mache. Ich schiebe mich aus dem Bein, von dem aus ich komme, weg. Also auch ähnlich wie beim Bollywood. Das heißt, wenn ich loslaufe, dann schiebe ich mich. Wenn es so viel ist, diese halbe Acht zu machen, dann mach einfach nur den Schritt. Also Schritt ran, Schritt ran, Schritt ran. Und dann zum Schluss kommt nochmal eine Undulation, also eine Körperwelle mit dem Oberkörper. Also nochmal, ich mache vier Schritte nach rechts. Fange an. 1, 2, 3 mit Oberkörperwelle. Dann die Eselsbrücke ist von wo ich komme aus der Richtung, also ich komme von links. Also geht das linke Bein nach hinten. 5 und 6 öffnen. 7 und Körperwelle und zurück.
1, 2, 3 und mit Körperwelle. 5, 6 öffnen, 7 und Körperwelle. Wenn ich alles zusammensetze, nochmal langsam, ich laufe nach rechts und 1 und 2 und 3 und Körperwelle. 5, 6 öffnen, 7 und 8. Nach links 1, 2, 3, 4. Rückwärts, rückwärts öffnen, 7 und 8. Und damit ist die Bewegung einmal abgeschlossen.